wie er dir hinterherläuft und nicht du ihm. Du musst in jedem Moment mit einem Mann, ob noch ganz, ganz am Anfang oder auch schon in einer längeren Beziehung, musst du dich an erste Stelle setzen. Du musst in all deinen ganzen Handlungen mit ihm, ihm zeigen, dass es sozusagen kein Schild hochhalten, sondern wie du dich führst mit ihm, dass du es echt ernst meinst mit dir. Er muss erkennen, dass du es mit dir selber ernst meinst, ganz genau, weil du dadurch zeigst, ausstrahlst in jedem Moment, dass du dich selbst wertschätzt. Du setzt ein Stempel, ein Beispiel für, wie man mit dir umzugehen hat, genau, dass du wirklich wertvoll bist. Das musst du zeigen. Das heißt, du musst definitiv dich an erste Stelle stellen. Du musst wirklich dafür sorgen, dass es dir immer und immer und immer mit einem Mann gut geht. Heißt, selbst wenn es noch unsicher ist, selbst wenn es gerade unklar ist, selbst wenn er irgendwie gerade noch nicht so ganz weiß, ja, weil es ein Prozess ist. Und in einem Prozess ist es nie linear. Genau. Es sind sozusagen verschiedene Elemente, die dir immer wieder auch begegnen. Und du musst dafür sorgen, dass du dich immer und immer wieder an erste Stelle stellst. Das heißt, dass du der Fokus bist. Das heißt, dass du sozusagen nicht darüber nachdenkst, was ist jetzt mit ihm, was heißt das jetzt, was muss ich jetzt noch reingeben, muss ich ihm vielleicht aufzeigen, was ich jetzt brauche im Kennenlernprozess. Nein, es geht nicht darum, dass du einen Mann belehrst. Sozusagen so, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal, wie das geht. Nein, du darfst, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aufhören, ihn managen zu wollen, sondern du managst dich selbst. Du stellst dich an erste Stelle. Du bist wichtig, du bist wertvoll. Das heißt, du musst darauf achten, dass es dir wirklich gut geht. Achtest du darauf, dass es dir wirklich gut geht oder bist du vielleicht so sehr im Kopf, dass du gar nicht merkst, dass es dir nicht wirklich gut geht? Dass du damit beschäftigt bist, weil du jetzt unbedingt diesen Mann haben möchtest und was passiert? Du läufst ihm hinterher. Wenn du ihm hinterherläufst, sei es auch nur in deinem eigenen Kopf, kann er dir ja gar nicht hinterherlaufen. Das funktioniert einfach gar nicht. Du möchtest aber in ihm aktivieren, dass er sozusagen, ja, dich wirklich gut findet, interessant findet, einen Sog zu dir hin fühlt. Und das kann er nur, wenn du, ja, genau dafür gehst. Das heißt, das ist richtig wichtig, Gelassenheit. Genau. Auf eine Art und Weise eine Unbekümmertheit. Ob jetzt gerade das so oder so ist mit ihm. Weil du stellst dich an erster Stelle. Du vertraust dir. Für dich ist super klar, dass du sozusagen dich auf eine Art und Weise da locker durchführen wirst und nicht bei jeder kleinen Unsicherheit völlig erschrocken bist und Hilfe und jetzt müssen wir mal reden. Nein, auf keinen Fall. Das stößt ihn weg. Das ist keinen Sog zu dir hin zu kreieren. Und das Allerwichtigste ist, wenn du da schon bist, du hast dich schon verloren. Das geht nicht. Du musst dich an erste Stelle stellen. Das ist richtig wichtig. Du musst ihm der ganzen Welt zeigen, dass du dich nicht verlässt, dass du ein klares Commitment mit dir hast. Und das heißt natürlich auch, dass du in Balance bist. Ein Commitment mit dir zu haben heißt, dass du nicht dauerhaft und ewig und 3 Tage in deinem Kopf bist, weil das lässt sich ja gar nicht gut fühlen. Nein. Immer wieder, okay, es gibt hier gerade nichts zu managen. Ich muss ihn nicht managen, sondern ich kann mir anschauen, was von ihm kommt. Ja, genau. Und ich bin bei mir. Ich bin wirklich in Liebe und Wertschätzung bei mir. Ja, ich bin sozusagen das Zentrum. Es ist einfach erstmal wichtig, dass du da wieder hinkommst, weil die meisten Frauen sind da nicht. Die sind so sehr dann auch in dem Bedürftigen, ich möchte so gern und ich finde ihn toll und das wäre jetzt super. Stopp, Moment, der muss immer wieder auch sich zeigen in seinen Handlungen, wie er sozusagen sich um dich bemüht, wie er investiert, ob dir gefällt, was er wirklich tut und ob er eigentlich auch das Gleiche möchte wie du. Bevor du da sozusagen schon so bei Stange stehst. Und er muss einfach merken und spüren, dass du dich an erste Stelle stellst. Das ist zu spüren. Das ist sozusagen 3 Meilen gegen den Wind zu spüren, ob eine Frau sich wirklich wertschätzt oder so, oh, ich hätte so gerne. Es ist wichtig, dass du deine Herzenssehnsucht echt im Herzen trägst. Dass du wirklich, wirklich weißt, ja, natürlich,
ich sozusagen werde in meine glückliche Beziehung mit dem passenden Mann meines Herzens finden und auf dem Weg, ja, schaue ich mal, wie sich das alles so entwickeln möchte. Das ist so eine gelassene Haltung. Das ist, ja, sehr bei dir selber zu sein. Und jetzt ist ganz wichtig, die Kombination. Deine Zentrierung mit dir, ja, dein Management von dir selbst und ihm gegenüber offenherzig zu sein. Ja, offenherzig, warmherzig, freundlich, das kannst du auch auf eine Art nur, wenn du selbstsicher bist. Ja, weil dann ist sozusagen ja erstmal, gibt es ja kein Problem, dann bringt dich da sozusagen die Unsicherheit im Außen, oh Gott, Hilfe, es wird alles so wackelig gerade, nicht wirklich aus der Fassung. Im Gegenteil, es ist eher ein, oh, okay, dann navigiere ich mich mal durch. Extrem anziehend. Extrem anziehend. Eine selbstsichere Frau, die immer und immer wieder gelassen bleibt, sehr attraktiv und anziehend und warmherzig mit ihm zu sein. Und ja, dich da auch rein zu entspannen. Er muss nicht perfekt sein. Nein, er darf auch mit dir sich zeigen. Nicht jede Kleinigkeit wird auf die Goldwaage gelegt. Du fixierst ja dann nicht. Nein, wirst du auch nicht tun müssen. In dem Moment, in dem du in dir gehalten bist, kannst du mit ihm sehr entspannt und gelassen einfach sein. Und er spürt den Sog zu dir hin und er spürt deine weibliche Energie, deine Warmherzigkeit, dein entspanntes Sein mit ihm auf eine Art und Weise. Oh, das ist sehr, sehr attraktiv und anziehend. Ja, und du kannst ganz schnell herausfinden, ob er wirklich der Passende ist. Weil der Passende wird managen, sich managen und sich einsetzen, mit dir zu sein. Er wird alles geben, dass er mehr von dir bekommt auf eine Art und Weise. Und du entscheidest, weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, in dem du dich managst, in dem Moment, in dem du wirklich warmherzig bist, setzt du natürlich gesunde Grenzen. Und viele glauben, gesunde Grenzen zu setzen, heißt Ansagen zu machen. Du pass mal auf, das, was du jetzt gerade gemacht hast, das ist nicht das, was ich mag. Pass mal auf, du musst das mal so und so machen, das wäre schon irgendwie besser. Hast du es noch nicht gelernt? Also da ist meine gesunde Grenze. Das ist nicht auf weibliche Art eine gesunde Grenze zu setzen. Das ist sehr männlich, so eine Ansage halt zu machen. Und vor allen Dingen im Dating-Prozess einem Mann eine Ansage zu machen, ist mehr als merkwürdig, weil es ist ein Kennenlernen-Prozess, es ist ein Ausprobieren, es ist ein Hinspüren für dich und nicht sozusagen ein Managen von jemandem. Der hat dich ja nicht gebucht dafür. Genau, immer wieder gut hinspüren. Das kannst du dann auch, wenn du rauskommst aus diesem ich manage ihn, ich manage mich und ja, bleib entspannt und gelassen mit mir und setze gesunde Grenzen. Heißt, du zeigst das in deiner Handlung. Wenn er dann zum Beispiel sagt, dich anschreibt, ey, du hast heute Abend Zeit, du hast da vielleicht sehr viel Lust zu, ihn zu sehen, weil du ihn magst, weil du, oh ja, bitte, das wäre jetzt ganz toll, doch, das ist nur das oberflächliche Gefühl, du musst in dein wahres Gefühl und Führung immer wieder finden, weil deine wahre Führung bedeutet, dass dein Herz dir ganz klar sagt, das musst du natürlich wissen, aber als Beispiel, dass du nicht mal eben spontan zu haben bist. Und ein Mann, der es wirklich ernst meint, der hat auch sehr gute Qualitäten in Form von, dass er langfristig schaut und sozusagen dann auch in der Lage ist, am Mittwochabend dich für einen Samstagabend einzuladen. Das kriegt er schon hin. Und die, die das nicht so drauf haben, ey, du hast heute Abend Zeit. Und Moment, auch diesen, wenn du das möchtest, kannst du sozusagen prüfen auf entspannte Art und Weise, indem du eine gesunde Grenze setzt, nach dem Motto, vielen herzlichen Dank. Grundsätzlich habe ich total Lust, dich zu sehen. Stimmt, ja, hättest du, sonst würdest du jetzt mit ihm da gar nicht sein. Doch, heute Abend habe ich gar keine Zeit oder auch, weißt du was, ich bin gar nicht so spontan. Ehrlich gesagt, ist das ganz schön kurzfristig. Soll ich dir nochmal was sagen? Ich bin keine Kurzfristige. Das alles kannst du warmherzig, freundlich, offen sagen und dann wieder es loslassen. Keine Diskussion, hey und so und überhaupt. Nein, das tust du nicht. Du hörst auf, ihn zu managen. Du sagst, was du zu sagen hast. Du bist wirklich authentisch. Deswegen musst du wirklich wissen, was du im Herzen trägst. Bist du eine Spontane nach dem Motto, hey, finde ich cool, irgendwie in 2 Stunden
abrufbar zu sein oder für in 2 Stunden? Ja oder nein? Und wenn du langfristig schaust, ist das ein Nein. Weil langfristig heißt das, dass er wirklich lernt, Achtung, sich zu bemühen auf eine Art und Weise, die dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, ist er ein Nein. Dann musst du ganz klar Nein, auf Wiedersehen, danke schon und ich wünsche dir ein schönes Leben machen. Das ist aber deine Verantwortung. Genau, und er kann das lernen, indem du so etwas sagst wie, hey, nee, heute Abend nicht und so kurzfristig bin ich gar nicht. Und trotzdem, gesehen hätte ich dich schon gerne. Punkt. Aha, jetzt muss er auf die Idee kommen. Und das wird er, wenn er an dir interessiert ist und auch ein bisschen sozusagen Lust hat, seine Intelligenz zu bewegen. Ah, okay, gut. Vielleicht versucht das auch nochmal und merkt, es geht schon wieder nicht. Aber er kriegt deine ganzen Vibes ab von dir als wundervoller Frau, die absolut sich selbst managt, absolut im Herz ist, super offen ist. Dann sozusagen fällt ihm vielleicht irgendwie beim dritten Mal ein, ey, hast du am Samstagabend Zeit? Und das fragt er dann schon am Mittwoch. Oh, cool. Ja, na klar, super gerne. Klasse, ich freue mich total. Und jetzt kann er auch auf die Idee kommen, was hat er denn am Samstagabend vor? Und du musst und darfst immer wieder bei dir sein. Finde ich das gut? Mag ich das? Wenn ich es nicht mag? Nee, das gefällt mir jetzt nicht. Vielen herzlichen Dank. Das kann richtig leicht sein. Und dann läuft er dir hinterher, weil er aktiviert ist in seiner männlichen Energie. Er bekommt deine Klarheit ab, deine emotionale Führung, die sich so richtig gut anfühlt, weil du ja mit dir auch richtig gut dich fühlst. Davon will er immer mehr. Daraus entsteht ein Tanz. Du bist und bleibst klar. Und er spürt auch, dass er dir kein X von U vormachen kann, weil du einfach so klar bist. Das brauchst du aber nicht, und das wirst du auch nicht, wenn du wirklich bei dir bist, irgendwie erklären. Nee, das ist deine Ausstrahlung. Dass sozusagen ganz klar ist, dass du so eine Dies-Das-Nummer nicht monatelang machst. Du willst nicht deine Zeit verschwenden, oder? Genau. Und du willst sozusagen dich durch den Dschungel führen, durch den Dschungel und sozusagen da ein Nein, da ein Nein. Oh, das fühlt sich gut an. Da gucke ich doch mal ein bisschen länger. Und dementsprechend kommst du an dein Ziel deines Herzens. Ja, mit dem echt passenden, in deine feste, glückliche Beziehung zu finden. Manage dich und lass ihn dir hinterherlaufen auf wundervolle, gesunde Art und Weise. In diesem Sinne, von Herzen alles Liebe und bis bald. Bye, bye.